Ich bin Chris und ich packe wieder was aus. Und zwar heute was ganz Besonderes. Ich rück das mal ins Bild. So, und darf ich vorstellen, das ist Quiekwek. Deswegen etwas ramponiert die Kiste. Ich hoffe, der Inhalt ist nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen. Anscheinend ist sie sehr gemütlich. Mal. Achtung, Quiekwek. Wäre super, wenn du die Kiste kurz loslässt. Dankeschön. So. Und jetzt machen wir die ganze Chose mal auf. Ich sag mal wirklich nix. Ellie hat das hier. Hat vielleicht keiner gehört. Ellie hat das hier durch Zufall im Netz entdeckt. Eine Stunde später war es im Warenkorb. Das sind so Sachen, die müssen einfach ins Haus. Ist groß und mächtig. Das kann ich schon mal zeigen. Kiste einmal weg. Karte da unten reinlegen, wenn er denn möchte. Push Start. The Art of Video Games. Ein Bildband. Erschien, ich meine, bei Edel. Wenn ich das. Hier steht E-Books. Irgendwo habe ich noch Edel gelesen. Herausgegeben wurde das Ganze von. Steht das hier nicht? Stefan Günzel. Stefan Günzel ist. Also hat eine. Meine, Professur in Berlin, eine neue Universität, und macht dort also den Studiengang für Medientheorie, Professor für Medientheorie an der Berliner Technischen Hochschule ist er. Technische Hochschule ist er, genau, nicht an der Uni, Technische Hochschule. Und ist dort auch Studieneingangsleiter für Game Design. Und ist in dem Artikel, den ich über ihn gefunden habe. Habe ich jetzt nichts gefunden, dass er es nicht mehr wäre. Hier hätten wir einmal einen Katalog des Verlages. Plattenspieler, das gucke ich mir nachher mal an. Ja, das fehlt ganz Quiekwek. Ich weiß nicht, ob da vielleicht gerade. Ah, doch, passt. So. Eine Übersicht. Und zwar hat dieser Stefan Günzel. Ja, Scully. Hat dieser Stefan Günzel auch vorher schon ein Buch geschrieben, das war allerdings eher theoretischer Natur, wohl auch nicht uninteressant, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ego-Shooter heißt das. Ego-Shooter, das Raumbild des Computerspiels. Das ist also die Geschichte der Computerspiele seit den 70ern und eine Einführung in die Medienanalyse mit Mitteln der Bild- und Raumtheorie. Klingt interessant, aber auch schwierig, sage ich mal. Aber schauen wir mal, wenn man sich dafür interessiert, ist das vielleicht genau das Richtige. So. Das hier ist eigentlich ist jetzt nichts Theoretisches, sondern einfach zum Tasse Kaffee dabei trinken, in Erinnerung schwelgen. Hier geht es um Screenshots von Spielen, selige Arcadezeit oder noch früher hier Pong 1972. Hier, oh, das ist auch ein Spiel. Kann ich erkennen, das kannte ich auch gar nicht. Spiel Nummer 001 steht hier. OXO. Das ist OXO. Von 1952. Nicht schlecht. Sieht nach Tic-Tac-Toe aus. Aber immerhin. Dann steigert sich das Ganze hier. Ja, schon mehrere Farben auf dem Screen. Das ist Lemonade Stand 1973. Gunfight 1975. Ah ja, das gute alte Vektorgrafik. Maze War 74. Und hier hätten wir Basketball von 1978. Wir spulen mal die Zeitmaschine ein bisschen vor. Gucken mal, dass wir in den 80er landen. Und hier haben wir die 1981. Vanguard von 1981. Blendet ein bisschen, ne? Da im schwarzen Screen. Da, Vanguard, da ist es. Tempest und Battlezone. 80 und 81. Großartig. Das ist. Haben wir hier eine Doppelseite. Star Wars. Gleich erkannt. Sieht so ähnlich aus wie Battlefront heute. Also macht eigentlich nicht viel Unterschied. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Dann. Sind wir in den späten 80ern. Das ist. Peng. Peng mit A. Kannte ich vorher auch nicht. Gut, das dürften auch die meisten kennen. Final Fight. Ja, eigentlich ein Klassiker.
Mortal Kombat. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier zeigen darf. Ganz kurz. Und wir sind wieder in den 80ern. Little Computer People. Großartig, habe ich geliebt auf dem C64. Hat Spaß gemacht. Teddy Boy Blues. Klingt also vom Titel her rock'n'rollig, würde ich sagen. R-Type. Side-Scroller-Shooter. Ich habe es überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, aber es war toll. Es war grafisch zu der Zeit super. Ich meine, damals auf der PC-Engine zuerst erschienen. Die hatte ich natürlich nicht, aber dann habe ich es irgendwie auf Amiga oder so gespielt. Also, ja. Was haben wir hier? Maniac Mansion. Ja. In freudiger Erwartung auf Thimbleweed Park hier ein Screenshot von Maniac Mansion. Großartig. Shinobi. Habe ich nie gespielt, muss aber irgendwie so ein Klassiker sein. Rainbow Island. Ja. Ohne Worte. Mal wieder ein bisschen vor. Auch hier wieder ein aktueller Battlefront Screenshot. Auch Star Wars, auch von 1991. Okay. Final Fantasy 3, 1990. Der Hammer. Habe ich nie gespielt, ist jetzt eher so der Bereich meiner Frau. Aber die hat das garantiert gespielt. Ich glaube, sie hat alle Teile gespielt, bis auf 11. Online halt nicht auf dem PC. Ne? Amazing Spider-Man vs. The Kingpin. Yeah. Castle of Illusion. A Link to the Past. Zelda. Geil. Das ist der Hammer. Das ist also großartiges Spiel, großartiger Screenshot. King of Monsters. Kenne ich selber jetzt nicht. Er hat auf den ersten Blick so ein bisschen Rampage. Das kenne ich nun wieder und das war schon mal genial. Plattform Super Nintendo und Neo Geo und Sega Mega Drive. Alles klar, die Zeit. Das war zur Zeit, wo ich auf dem C64 und Amiga gezockt habe. Da bin ich also in diesen Konsole ohne Titel gar nicht so drin. Super Fantasy Zone. Das sieht gut aus. Kenne ich nicht, aber sieht toll aus. Ja, war nicht alles schlecht. The Story of Thor. Wobei ich da jetzt nicht genau weiß, basiert das auf Marvel Thor oder... Rausgekommen auf jeden Fall fürs Mega Drive. Ah, da. Was haben wir denn hier? Metal Slug, sagt mir auch noch was. Schick. Ja, gut. Braucht man keine weiteren Worte drüber verlieren, kennt jeder. Chapter E, 3D. Es wird moderner. Auch wieder mal der gute alte Link und Mario, Lara. Ich sprühe wieder vor. Was haben wir denn hier? Dead or Alive Paradise. Und hier Grand Theft Auto Vice City. Final Fantasy X. Schön. Aber, oh ja, in der HD Remaster Version 2013, wenn ich das richtig hier abgelesen habe. Das müsste also die Remastered Version sein. Hier haben wir Shadow of the Colossus. Habe ich nie gespielt, sollte sein. Das ist, glaube ich, dieses, wo man den Riesen hochklettert, ne? Und gegen diese mega Riesen kämpfen muss und an denen hochklettern muss und so. Also, ich glaube, das ist. Wenn ich da jetzt nicht völlig falsch liege. Das müsste Okami sein. Dieses
für die Wii, wo man also auf dem Bildschirm gemalt hat, um weiterzukommen. Sehr abgefahrene Idee, aber leider habe ich es nie gespielt. Ich kann mich erinnern, bei Giga haben wir es bei so Wii Play mit Wii und haben wir es öfter gesehen. New Super Mario Bros. Auf der Wii U. Fitz. Kenne ich nicht. Und suchen wir nochmal hier. Metal Gear Rising. The Last of Us. Mein Einstieg in die PS3-Welt. Etwas verspätet. Ach, sieh an, Zombie. Und was haben wir hier? Bioshock. Infinite. Schön. Ja, also rundum gelungen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Coffee Table Book, wie die in England heißen oder in Amiland auch. Großartig. Also ist nichts, was man sich mal eben so mit ins Bett nimmt, weil doch ein bisschen schwer. Aber super. Tasse Kaffee dazu, in Erinnerung schwelgen und gucken. Oder einen Tee. So, nachdem wir hier mal durchgeblättert haben, hat diese dieses Buch noch was Besonderes. Sie, da war schon der Versprecher. Eine Platte hinten ran geklebt. 10-Inch Format. Muss ich die mal hier rauszwirbeln, ohne dass das... So, der Push-Start Soundtrack nämlich. Hier ist das Ganze nochmal das Download-Code dabei. Sollte es jemanden geben, der tatsächlich keinen Plattenspieler hat. Jawohl, alle haben wir hier die 10-Inch mit, was ist hier drauf? Vampire Killer von Kinuyo Yamashita, Super Mario Bros. Main Theme von Kachi Kwanda, Dr. Wily's Theme, Takashi Tateishi, Master Ninja Theme. Und hier haben wir Guild Theme, Yuku Shimurayu, Space Harrier Main Theme, das kenne ich auch noch im C64 Zeilen. Let's go to Pao Pao Island. Okay, und Kuberiniki. Sehr japanisch, würde ich sagen, ist das Ganze. Und scheint ja, also Original Main Theme und so, also es scheint ja wirklich der originale WAV und MIDI Sound der alten Konsolen und Heimcomputer zu sein. Bei dem Stichwort haben wir nochmal tief vor uns gegraben in der Sammlung und zwei Tipps rausgefunden, die in eine ähnliche Richtung gehen. Absolute Kultgegenstände. Können wir nicht vorenthalten. Final Fantasy 7 und 8 Best of Soundtracks als Doppel-Picture-Discs. Ja, Final Fantasy 8 jetzt gerade Weihnachten 15 erschienen. Limitiert. Ich weiß nicht, ob noch erhältlich. Kann ich nicht sagen. Noch gibt es welche. Also wenn man es haben möchte, ranhalten. Denn wenn man dann zu spät ist, kriegt man einen unnummerierten. Das ist nämlich der 7er hier, da waren wir ein bisschen spät dran. Der nummerierte ist nicht mehr zu bezahlen. Und auch dieser hier ist schon nicht mehr, also nicht mehr zum Originalpreis zu haben. Deswegen, wenn man zumindest den 8er noch möchte, ist der gerade im Sonderangebot im Square Enix Shop. Und ich glaube, es gibt ihn auch nur direkt da. Ich weiß gar nicht, ob man ihn woanders kriegen kann. Also ich wüsste nur jetzt nur Square Enix. Gucken wir mal kurz nochmal an. Ist einfach großartig, ist einfach schick. Auch wenn es jetzt Picture Discs sind, die sind ja so ganz schön, nicht unbedingt jetzt berühmt für ihren Sound, aber hier handelt es sich auch um, das ist ein Original, also Original Soundtrack, also es ist nicht keine Classic Editions, keine Orchester, es ist der Original Soundtrack von der Konsole Final Fantasy 8. Einfach schick. Ratzfatz eingetütet, zweite EP von Final Fantasy 8. Ich lasse ihn mal hier in dieser Glitchhülle. Man kann das ja so auch ganz gut sehen. Da sind wirklich echte Hingucker und nummeriert sind sie. Ich weiß nicht mehr am Ende des Tages, wie viel es gibt. Das hier ist
knapp unter 2000 die Nummer. So, 2000 gibt es auf jeden Fall, vielleicht sind wir schon ein paar mehr. 2000 Stück gibt es, höre ich gerade. Final Fantasy 8, ich lege sie hier hin und packe sie gleich ganz sorgfältig wieder ein. Final Fantasy 7, kurz die Bilder zeigen, dann habt ihr es geschafft und könnt losrennen und euch die Dinger irgendwo hier besorgen. Highwind. Zephyr. Cloud or Squall, wie hieß ein 7? Cloud. Midgar. Um das Ganze abzuspielen, braucht ihr natürlich das hier. Ohne das geht nichts. Aber wer von euch hier ernsthaft irgendwie Musik hört, der wird das haben, denke ich mal. Ansonsten ist es ja auch mit dem ernsthaft Musik hören schwer. So, das war's vom Unboxen, Platten, Zeigen, Buch. Viel Spaß. Dann habt ihr Lust gekriegt, euch sowas zuzulegen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.